ist aber auf der anderen Seite Strom dividiert durch die Fläche, durch die der Strom fließt. Die Fläche ist aber gerade diese hier und die ist B mal D. Also sehen wir I durch B mal D und dann sehen wir also insgesamt I dividiert durch B mal D gleich E mal N mal V. Und damit sehen wir, V ist gleich I dividiert durch die Geometrieparameter B mal D, Elementarladung mal Anzahl Ladungsträger pro Volumen. So, und dann hatten wir eben gesehen, EH gleich minus V mal B. EH ist aber UH durch D gleich minus V mal I durch B mal D mal E mal N. Und dann sehen wir, das D fällt gerade weg. Augenblick. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Nochmal. Komm, Radierer. Also, V haben wir gesehen, ist I durch B mal D mal E mal N. Und dann kommt das B noch dahinter. Dann sieht das so aus. Und dann sehen wir, D ist auf beiden Seiten vorhanden und fällt dann gerade weg. Die Hohlspannung ist gleich minus Stromstärke mal B. Also mal Magnetfeld dividiert durch E mal N mal die Dicke des Materials. Das ist also jetzt das, was hier als Ergebnis herauskommt. So. Und vielleicht male ich das zugrunde liegende Bild hier auch noch mal hin. Noch mal. Na, in Blau. Hier zwischen messen wir UH. Und die Dicke, auf die kommt es also jetzt an. Jetzt schaue ich hier gerade eine Unterlage. Ja, die habe ich jetzt auch B genannt. So, was sehen wir hier? Wir
Ja, wir sehen hier den zugrunde liegenden Zusammenhang zwischen der Hall-Spannung, dem Strom, der durch den Hall-Sensor hindurchgeht oder durch das Hall-Element durchgeht, und dem Magnetfeld. Und wir sehen hier die Ladungsträgerdichte und hier sehen wir noch den Geometrieparameter. In der Festkörperphysik, und ich meine mich zu erinnern, dass ich in meinem Studium auch mal einen derartigen Versuch im Praktikum gemacht habe, in der Festkörperphysik wird dieser Zusammenhang ausgenutzt, um festzustellen, wie groß ist denn die Ladungsträgerdichte, also die Anzahl von Elektronen pro Kubikzentimeter in einem Material. Das heißt, man macht aus diesem Material so eine Hall-Sonde, lässt einen bestimmten Strom durchfließen, legt die ganze Sonde in ein bestimmtes Magnetfeld rein und misst die Spannung UH. Das heißt, man kennt also dann den Strom, der durchgeht, man kennt das Magnetfeld, man misst die Spannung UH, die entsteht. Die Dicke der Probe kennt man ja schließlich auch und kriegt daraus das N, die Anzahl von Elektronen oder die Anzahl von Ladungsträgern pro Kubikzentimeter. Das ist das, was man sozusagen in der Festkörperphysik macht. Hier machen wir es jetzt so, dass wir den Strom kennen, die Geometrie kennen wir natürlich auch, wir kennen das Material, das wir benutzen, das heißt, wir kennen das N, das heißt, wir kennen hier alles, dann können wir UH messen und können B bestimmen. Ja. Man sieht hier auch, dass die Hall-Spannung umgekehrt proportional von der Ladungsträgerdichte abhängt. Das heißt, die Hall-Spannung bei Kupfer, bei einem metallischen Leiter, wird relativ klein sein. Die Hall-Spannung bei einem niedrig dotierten Silizium, wo N sehr klein ist oder relativ klein ist, die Hall-Spannung wird also dann wesentlich größer sein. Also je kleiner die Ladungsträgerdichte ist, umso stärker ist die Hall-Spannung. Das führt dazu, dass man den Hall-Sensor bevorzugt aus halbleitendem Material macht, wo man dann über die Dotierung die Ladungsträgerdichte sogar auch einstellen kann. Man muss da an der Stelle nur auf einen weiteren Effekt aufpassen. Je geringer die Ladungsträgerdichte ist, umso größer wird zwar UH bei einem bestimmten Magnetfeld, aber auf der anderen Seite wird dann die Ladungsträgerdichte auch umso stärker von der Temperatur abhängen. Und das führt dann dazu, dass die Temperaturabhängigkeit von dem ganzen Aufbau größer wird. Und insofern wählt man dann in der Praxis für dieses N einen Wert, der so gewählt ist, dass die Temperaturabhängigkeit sozusagen noch tragbar ist und der Messeffekt aber auch noch groß genug ist. Und man sieht, je dünner die Probe ist, je kleiner das B ist, je dünner die Probe ist, umso größer ist auch der Effekt. Das führt dazu, dass man zum Beispiel dünne implantierte Bereiche in Silizium dann entsprechend gut ausnutzen kann. Das heißt also, in Halbleitertechnik wird dann eine sehr dünne Siliziumschicht entsprechend dotiert, sodass wir also dann hier eine bestimmte Ladungsträgerdichte bekommen und auf die Art und Weise bekommt man dann auch noch über den Geometriefaktor hier ein möglichst großes UH. Ein weiterer Vorteil der ganzen Anordnung ist, man kann also für den Hall-Sensor einfach dotiertes Stück Silizium hernehmen. Und das heißt, man kann diesen Hall-Sensor ohne weiteres in andere Schaltungen, andere Siliziumschaltungen, in integrierte Schaltungen eben integrieren, sodass man also dann eine kleine Schaltung aufbauen kann, in der die ganze Elektronik drin steckt und der Sensor drin steckt. Insofern waren die Hall-Sensoren, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, eine der ersten Anwendungen für integrierte Sensorik, wo man also wirklich Sensor und die dazugehörige Elektronik in eine kleine integrierte Schaltung eingepasst hat. Was braucht man, wenn man eine derartige komplette Schaltung bauen möchte? Man braucht sozusagen jetzt hier mal als Kasten
eine konstant Stromquelle. Konstantstromquellen haben wir in der Analog- und Digitaltechnik ja schon behandelt. Insofern wissen wir, dass wir Konstantstromquellen mit Hilfe von Operationsverstärkern aufbauen können. Und das heißt aber, wir können Konstantstromquellen aber auch komplett integrieren. Die Spannung, die hier herauskommt, die muss verstärkt werden. Und einen Verstärker können wir als Operationsverstärker mit entsprechender Rückkopplung ebenfalls als integrierte Schaltung aufbauen. Insofern haben wir dann die Konstantstromquelle, den Verstärker und den Sensor sozusagen auf einem Stück Silizium. Und wenn wir dann in das Skript hineinschauen, dann sehen wir hier das Blockschaltbild eines integrierten Hall-Sensors, und zwar eines Hall-Sensors von der Firma Analog Device mit der Bezeichnung AD22151. Und da sehen wir hier, das ist das typische Schaltbild für ein Hall-Element. Und dieses Hall-Element wird jetzt in dieser Richtung vom Strom durchflossen, und dann entsteht von da nach da die Hall-Spannung. Jetzt ist die Hall-Spannung über das N, also über die Ladungsträgerdichte, ja auch temperaturabhängig. Und das ist etwas, was man natürlich nicht so gerne hat. Insofern wird jetzt hier Folgendes gemacht. Auf diesem Chip ist auch noch ein Temperatursensor integriert. Und der Temperatursensor, der steuert sozusagen hier die Konstantstromquelle. Und zwar auf eine derartige Art und Weise, dass letzten Endes die Hall-Spannung, die hier entsteht, unabhängig wird von der Temperatur. So, und das, was jetzt hier also von da nach da als Spannung entsteht, wird dann hier weiterverarbeitet und hier entsprechend nach draußen gegeben. Das ist jetzt sozusagen noch ein schaltungstechnischer Trick. Hier wird sozusagen mit einer festen Frequenz die Spannung, die hier entsteht, ein- und ausgeschaltet, wird dann hier verstärkt, und hier wird dann die Frequenz sozusagen wieder herausdemoduliert. Und das führt dazu, dass eine ganze Reihe von Störeinflüssen, also insbesondere elektromagnetische Störeinflüsse auf die Art und Weise unterdrückt werden können. Man kann also dann im Grunde genommen, ist anschaulich gesagt, sich Folgendes vorstellen. Hier an der Stelle entsteht das Sensorsignal, die Hallspannung, und zusätzlich kommen jetzt durch die äußere Beschaltung, durch elektromagnetische Einflüsse auch noch Störungen. Und dann wird hier einmal die Gesamtspannung gemessen, und einmal misst man im Grunde genommen die Störungen und bekommt auf die Art und Weise dann eine Störunterdrückung. Dieses störunterdrückte Signal kann dann hier auch nochmal rausgegeben werden. Also dieser Trick hier mit Schaltung und dann Demodulation dient im Grunde genommen nur zur Störungsunterdrückung. Das heißt, wir haben also hier diesen typischen Aufbau, Konstantstromquelle, die auch noch temperaturmäßig so angesteuert wird, dass der Temperatureinfluss herausfällt, und dann wird hier die Spannung gemessen, verstärkt und da vorne rausgegeben. Es gibt dann inzwischen weitere Weiterentwicklungen, sodass also dann nicht mehr nur ein analoges Signal rauskommt, sodass gleich ein digitales Signal rausgegeben wird. Ja, solche Sensoren gibt es also, und da ist die Magnetfeldsensorik, denke ich, wirklich einer der Vorreiter für solche intelligenten Sensorsysteme, bei denen man Sensoren und Elektronik auf einem Chip integrieren kann. Ich will jetzt dann zwei weitere Weiterentwicklungen dieser Hall-Sensorik vorstellen, aber dazu mache ich dann einen neuen Film.